Sierra Echo Foxtrot Zulu Lima engines are running ready for taxi clearance. Sierra Zulu Lima taxi to Zawaid via Echo. Clear for quick track, runway 3 for lift. Sierra Zulu Lima taxi to the right via Echo backtrack runway 3 for lift. Freunde der Nacht, Kinder der Sonne, ich grüße euch. Ja, es geht jetzt flott weiter nach Skopje. Wir haben einen relativ schnellen Turnover gehabt und sind jetzt schon beim Rollen. Leider sieht man auf der Außenkamera nicht sehr viel. Das ist ein Tod, den man sterben muss. Entweder das ist innen gut belichtet oder außen gut belichtet. Beides gleichzeitig mit einer Kamera geht schwierig, wie man hier sieht. Sicherlich wäre da die Lösung einer dritten Kamera, die die Außenansicht aufnimmt. Es ist hier halt natürlich auch alles sehr hell durch den Wüstenboden. Ja, wir haben diesmal kein Follow-Me, wir haben es tatsächlich geschafft, eine Rechtskurve zu machen, um auf die 3-4 links zu kommen via Echo und machen Backtrack. Sierra Zulu Lima, copy ATC. Go ahead, Sierra Zulu Lima. Sierra Echo, Fox Zulu Lima, clear to destination, Lima Whiskey Sierra Kilo via flight plan route, exit point Tanza. Climb initial flight level 110, level change route, Skok 7376. Sierra Echo, Fox Zulu Lima is clear to Lima Whiskey Sierra Kilo, flight plan route, exit point is Tanza, climb flight level 110, it's a Skok 7376. Charlie, advise when ready for departure. Ja, die 3 for left ist natürlich ziemlich lang, so ein ägyptisches Standardmaß von 3450 Meter. Und von Echo sind das dann auch 1700, die man backtracken darf, das zieht sich ein bisschen. Grundsätzlich bin ich kein Freund davon, die Clearance während des Taxis zu bekommen. Sicherlich hätte man da nochmal anhalten können, um sich das aufzuschreiben, aber da ich relativ sicher war, was ich als Clearance bekommen werde, klappt das mittlerweile auch beim Mitschreiben und dann auch Repeaten ganz gut. Da sind nicht so viele Sachen dabei, die einen überraschen. Dann haben wir jetzt ein bisschen Zeit, uns mal den Flugplan anzuschauen und das Routing. So, dann schauen wir uns mal zusammen das Routing an. Los geht es hier unten in Sphinx. Hier unten ist auch 6. Oktober. Falls man mal Afgas tanken möchte, ist das hier sehr schön. Und wenn wir jetzt schauen, wo die Pyramiden sind, das ist ungefähr hier. Hier ist Sphinx. Kann man auch erkennen, dass es von 6. Oktober und Sphinx Airport ungefähr gleich weit ist, um dorthin zu kommen. Hier sieht es von der Infrastruktur ein bisschen netter aus mit der Autobahn. Hier fährt man auch eine ganze Weile durch die Pampa, bis man auf eine Art Bundesstraße kommt. Und das ist hier gleich scheinbar von Anfang an eine Autobahn. Ist halt gedacht, um viele Touristen dort direkt hinzubringen. Ja, dann geht es von Sphinx vom Flugplan her direkt zu Charlie Whiskey Oscar. Charlie Victor Oscar. Und von Charlie Victor Oscar folgen wir mal wieder einer Luftstraße. Und zwar die uns hier mit der A727 Richtung Nordwesten bringt. Über Menku, ganz wichtig. Dann hier über das Alexandria View A raus aufs Meer. Dann über die Lima 617 bis zum Exit Point Tanza. Und von dort an geht es im griechischen Luftraum weiter. Mehr oder weniger direkt nach Athen. Damit ein, zwei Zickzack-Kurven hier direkt nach Skopje. Das sieht alles relativ gut und simpel aus. Ja, ich bin kein großer Freund davon, sofort auf den Runway raufrollen zu dürfen. Es ist besser für meinen Flow, wenn ich hier am Holding Point alles abarbeiten kann. So muss ich immer nochmal auf der Piste stoppen, um dann meine Checkliste abzuarbeiten, beziehungsweise mein Briefing. Das ist im Prinzip immer eine Störung des Ablaufs, aber man muss sich natürlich auch an sowas anpassen können. Sierra Echo Fox Zulu Lima, indicate wind 3006 north, with runway heading climb initially 3500 feet, clear for takeoff. Sierra Zulu Lima, runway 3 for left is cleared for takeoff on runway heading 3500. Ja, das ist jetzt immer besonders schön. Man hat schon eine Flugfläche bekommen, 110, hat dementsprechend alles abgesettet und jetzt kriegt man eine neue Höhe und das macht es natürlich nicht leichter, weil beides nicht die feine Höhe sein wird. Runway heading checked, window closed, all set. Engine instrument checked.
Power is set. Engine instruments. Oh, green. Speed alive. Six. Seven. Eight. Nine. 95. 100. Rotate. Ja, man mag es kaum glauben, aber die Ventilatoren bringen doch eine ganze Menge. Es ist zwar immer noch warm, sicherlich ist eine Klimaanlage besser, aber die Ventilatoren machen es auf jeden Fall viel besser als ganz ohne zu sein. Man kommt da doch deutlich besser mit der Hitze dann klar. Okay, Brakes. Ja. Yeah. Ja, Echo Fox Zulu Lima, Airborne Time 39, Direct 119Z-05, goodbye. 119.05, thank you, Sierra Zulu Lima, bye. Cairo Director, Salam Alaikum, Sierra Echo Fox dort Zulu Lima an Wander Hering passing 1000 for 3500. It's the 843 class flat level 240. Sierra Echo Foxtrot Zulu Lima, care director radar contact, right heading north to intercept radial 313, Charlie Victor Oscar VR, climb flat level 110. Heading north to intercept radial 310 and climb flat level 110, Sierra Zulu Lima. Ja, jetzt hat sich die Faulheit doch in was Positives umgewandelt, das nicht alles umzustellen von 110 auf 3500, weil gleich nach dem Wechsel wir die neue Flugfläche bekommen haben, die wir vorher auch in der Clearance hatten. Ansonsten schneiden wir jetzt das Radial an von Charlie Victor Oscar. Sierra Echo Foxtrot Zulu Lima, heading north to intercept radial 313 from Charlie Victor Oscar VR. Ja, offensichtlich hat er meiner ersten Aussage nicht getraut oder er hat sie nicht richtig gehört. Aber das ist jetzt auch wiederum ein schönes Beispiel, wie man sich doch noch mit Radials beschäftigen kann, irgendwo beim Fliegen, dann sicherlich in Afrika und Ägypten. Zufälligerweise ist das dann auch genau der Airway. Jetzt kann man halt überlegen, schneidet man einfach mit GPSS den Airway an auf dem Heading und fliegt dann rum oder baut man sich mal das Radial rein und versucht das tatsächlich zu erfliegen. Wie man hier sieht, ich setze schon den Localizer ein, um das entsprechend vorzubereiten, weil es ist ja eine Anweisung und der wollen wir natürlich möglichst gut folgen. Das ist jetzt eine schöne Gelegenheit, uns mal mit der Wettervorhersage zu beschäftigen und was uns da erwartet. Und wie man hier schön sehen kann, sieht es ziemlich Kavok aus, bis auf ein paar Kumulis hier hinten am Ende des Fluges. Es ist keine extrem hohe Gewitterwahrscheinlichkeit oder Labilität hier vorhanden, obwohl die ganzen Isogramme ein bisschen lustig hier aussehen. Was halt ganz spannend ist, dass halt wir auf jeden Fall eine ISA plus 15 Atmosphäre haben. Die 0-Grad-Grenze hier irgendwo in Flugfläche 180, 160 ist schon sehr weit oben. Ja, dem geschulten Beobachter fällt natürlich auf, dass wir hier zum Teil eine erhebliche Gegenwindkomponente haben auf der Strecke. Irgendwas zwischen 40 und 50 Knoten, genau auf der Nase. Und um der aus dem Weg zu gehen, werden wir jetzt gleich eine Entscheidung treffen, nämlich die Flugfläche 120 erstmal wählen. Warum 120? Die mögen halt gerade, ungerade, welche Richtung. Also die Standardflugflächen IFA sind sehr wichtig in dem Gebiet. Daher unsere Entscheidung für 120. In der Hoffnung, dort nicht auf allzu starken Gegenwind zu treffen. Und die Situation ist ja auch folgende, wenn man sich erstmal sagt, gut, ich climbe jetzt auf Flugfläche 200, sind das nochmal 8000 Fuß. Wir steigen ungefähr mit 500 Fuß pro Minute, das sind also nochmal 16 Minuten Steigflug. 16 Minuten Steigflug bei maximalem Treibstoffverbrauch von 240 Liter sind dann schon eine nennenswerte Größe, die, wenn man da oben angekommen ist, einem ja auch keiner mehr zurückgibt, wenn man dann erstmal gegen den Wind anstampft. Somit ist es sicherlich klug, sich von unten nach oben vorzuarbeiten, bevor man den Treibstoff unnötig verbrennt. Natürlich werden wir im Flug dort ein bisschen Tass verlieren in der Höhe im Verhältnis zu 200, aber wenn der Gegenwind dafür nicht stark ist, können wir das ganz gut kompensieren, beziehungsweise ist das die bessere Entscheidung. Sierra Echo Foxtrot Zulu Lima requested final is 120 for the moment. For the time being, climb flat level 110, more higher with 125.3, but now remember frequency heading 360 to intercept on course.
Grüße aus Sierra Zulu Lima. Ja, da wollte ich freundlicherweise ein bisschen mitdenken und ihm für seine Planung schon mitgeben, in welcher Höhe wir denn fliegen wollen. Das hat er dahingehend ja erstmal nicht verstanden und uns entsprechend die ganze Anweisung nochmal wiederholt. So, jetzt wird mir mittlerweile klar, dass ich auch mal im GPS mal ein bisschen das Routing aktivieren sollte, was ich als nächstes fliegen möchte, und mache jetzt entsprechend den Airway scharf und wir gucken mal, wie wir das ganze Radial jetzt doch anschneiden. Ja, einmal schnell umgestellt auf 1013, damit das nicht vergessen wird. Und wie man sieht, ist der Localizer jetzt schon mal lebendig. Wir sind schon mal ein Döttchen dichter rangekommen. Bis wir unsere voreingestellte Flugfläche erreicht haben, ist noch ein bisschen Strecke. Das sieht man ja wunderbar an der Banane. Es zieht sich aufgrund der Temperatur daher noch ein bisschen, die Reiseflughöhe zu erreichen. So, jetzt fange ich an, den Heading zu drehen, um entsprechend mich auf das Radial einzuschießen. Und hier sieht man doch ganz klar die mangelnde Erfahrung oder Praxis vielmehr mit den Dingen. Wir sind ja doch schon eine ganze Ecke weit weg von Charlie Victor Oscar. Und hier ist die Ablage ja doch noch eine ganze Ecke, was man sehr gut an der Magenta-Linie sehen kann. Das Eindrehen hätte deutlich später erfolgen können. Aber gut, immerhin haben wir auf die Art nicht überschossen und gucken jetzt mal, wie wir uns mit beiden übereinander klappend einrichten. Sierra Echo Foxtrot Zulu Lima, Radar 125 Decimal 3. 125 Decimal 3, Sierra Echo Foxtrot Zulu Lima, bye. Kairo Radar, Salam Alaikum, Sierra Echo, Foxtrot, Zulu Lima, Radial 313, Charlie Whiskey Oscar, passing flight level 082-4110. Sierra Echo, Foxtrot, Zulu Lima, Icon 7 Radar, contact, Terry clear the flight level 180, go ahead, final level. Request 120 when possible, Sierra Echo, Foxtrot, Zulu Lima. Sierra Zulu Lima, approve the climb flight level 120. 120, Sierra Zulu Lima, thanks. Ja, das frühe Eindrehen hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich immer noch nicht auf dem entsprechenden Radial bin, sondern immer noch gerade knapp links davon vorbeikratze. Es fehlt noch ein Schritt nach rechts. Der Frequenzwechsel war lustig in dahingehend, dass ich natürlich vorher schon versucht habe, die Lotsen darauf aufmerksam zu machen, dass ich als Final 120 möchte. Dadurch hätte man sich die Clearance auf 180 sparen können, um das zurückrudern. Aber gut, das war kommunikativ ja nicht gelöst oder habe ich nicht hinbekommen. Jetzt sehen wir mal weiter, wie das Ganze als nächstes passiert. Sierra Zulu Lima, continue with Alex Radar 122 Decimal 3. 122 Decimal 3, Sierra Echo Fox Zulu Lima, bye. Pushing 120, reach back 446. 446. Alex Radar, Salam Alaikum, Sierra Echo, Foxtrot, Zulu Lima, passing flight level 090-4120 on the radial 313, Charlie Whiskey Oscar. Victor, fuck, Alter. Echo Fox, Zulu Lima, hello, confirm the destination. Lima Whiskey, Sierra Kilo. Sierra Echo Foxtrot Zulu Lima. KCR Radar contact over flying and plan to maintain flat level. Confirm you have been cleared the flat level. We are cleared to final level 120 Sierra Echo Foxtrot Zulu Lima. Confirm climb flat level 100 and stand by for high. Stop climb at 100 Sierra Echo Foxtrot Zulu Lima. Ja, das ist super. 30 Sekunden vorher die Freigabe für 120 und jetzt wieder runter auf 100. Ich bin da ein bisschen bockig und frage lieber dreimal nach. Tatsächlich wird er wahrscheinlich in dem Moment mit dem Kairo-Lotsen telefoniert haben, um sich die Freigabe für 120 zu holen. Denn da geht's auch gleich hin. Sierra Echo Fox, Zulu Lima, just to confirm, Kairo cleared us for flight level 120. Echo Fox Zulu Lima, now continue climb flight level 120. Climb flight level 120, Sierra Zulu Lima. 50R5. Hab ich ja voll steif gemacht hier. Ich ändere doch nicht meinen Steigflug hier wegen den. Hallo. So, mehr oder weniger habe ich es jetzt geschafft, mich auf das Radial vorzuarbeiten. Jetzt ist halt die große Frage, wie ich navigatorisch weitergehe für den Autopilot. Nee, wechsle ich in den NAV-Modus von Heading und lasse ihn auf dem Radial fliegen oder wechsle ich auf den GPSS-Modus.
Ich denke dabei gerade nach und spiele dementsprechend rum, ob sich das tatsächlich so überschneidet, wie ich mir das auch denke. Das passt alles ganz gut zusammen und ich entscheide mich dann doch für den GPSS-Modus, dementsprechend dem Radiel zu folgen. Ja, dem einen oder anderen wird es vielleicht aufgefallen sein, dass die Öltemperatur doch etwas höher ist, als sie üblicherweise ist. Diese Außentemperatur führt einfach dazu, dass das System wesentlich mehr Wärme abführen muss oder die Probleme hat, die Wärme auch loszuwerden. Da ist so ein etwas dickerer Bereich von Grün, in dem sozusagen die optimale Betriebstemperatur ist. Da bin ich noch ganz knapp dran. Darüber ist immer noch grün, da wird es dann aber schon dünner und darüber dann rot. Also sicherlich nicht kritisch, aber am Ende von dem, was als optimale Betriebstemperatur angesehen werden kann. Ja, was wir völlig aus den Augen verloren haben an der Stelle, wie sieht es mit dem Timing aus? Geplante Startzeit war 06:00. Gestartet sind wir 06:39, wie der Lotse uns gesagt hat. Das heißt, wir sind 39 Minuten hinter der geplanten Zeit und wir haben am Ende nur eine halbe Stunde Reserve. Das heißt, unter den jetzt Gegebenheiten müssten wir es nicht schaffen bis Schönhagen. Wir haben natürlich jetzt megamäßig abgekürzt, weil wir nicht über Charlie Victor Oscar fliegen mussten, sondern sozusagen mehr oder weniger Richtung Norden auf das Radial gekommen sind. Wir haben aber auch noch einen weiteren Stopp und wir kämpfen mit einer Gegenwindkomponente, die ja auch in der Höhe schon erheblich ist und sehr viel über Sieg und Niederlage bei der ganzen Operation entscheiden wird. Somit ist die 120 auch nur der Versuch, irgendwo die ein oder andere Minute rauszuholen. So, und jetzt kommt ein wunderbar ägyptischer Shortcut. Wir erreichen Menku und wir drehen nach links zu November Oscar Zulu. Echo Fox Zulu Lima, 10 left direct November Oscar Zulu, maintain flight level 1 to 0. Direct November Oscar Zulu, maintaining flight level 1 to 0, Sierra Zulu Lima. Das sah ja auch mein Flugplan vor. So, Ground Speed. Was sollten wir denn hier für ein Ground Speed haben? 167 auf dem Stück. Ja, es ist natürlich ausgesprochen spannend, wie sich der Groundspeed, den man tatsächlich fliegt, zu dem Groundspeed verhält, den man mal vorher berechnet hat, wie hier zum Beispiel ein Autorouter. Das ist eine sehr gute, ja, Benchmark, ob man sich darüber oder darunter befindet. Hier sind wir jetzt in dem Fall so knapp 3 Knoten über dem vorberechneten Groundspeed. Also es wird wohl nicht schlimmer. Ansonsten ist es halt schwierig, jetzt auszurechnen, wie lange man wirklich braucht, bis man da ist, weil natürlich das G430 oder 530 mit dem aktuellen Situation weiterrechnet bis zum Ende vom Flugplan und sich der Wind im Flugverlauf ja nochmal deutlich ändern wird. Nicht nur bei Kairo gibt es GPS-Jamming, sondern auch über Alexandria. Und genau in dem Moment, wo wir auch über dem VOR sind, sodass wir nicht mal die Chance haben, mit dem Radial weiterzufliegen, sondern einfach nur mit dem Heading Bug uns jetzt hier durchoperieren. Kurz nachdem wir den Luftraum dann verlassen haben von Alexandria, wechseln wir auch wieder zu Cairo Control und dann kommt auch das GPS wieder, somit mal wieder ein uneventful Sache. Man muss einfach nur darauf eingestellt sein, dass einem sowas öfter passiert. Echo Fox Zulu Lima, maintain normal navigation and maintain flight level 120, contact the carrier center 127.7. 127.7, Sierra Echo Fox Zulu Lima, bye. Cairo Center, Salam Alaikum, Sierra Echo, Foxtrot, Zulu Lima, Flight Level 120, inbound, inbound. Sierra Echo, Fox, Zulu Lima, Cairo, Radar, Contact, Maintain, Flight Level 120, check your final. Maintaining 120 and final, 120, Sierra Echo, Foxtrot, Zulu Lima. From final 120? Confirm. Asina Radar, Calimera, Sierra Echo, Foxtrot, Zulu Lima, Flight Level 120, inbound Sierra India Tango. Station calling, changing your call sign. Sierra Echo, Foxtrot, Zulu Lima, Position Tanza. Sierra Echo, Fox, Zulu Lima, contact proper frequency. 127.975, ja, das. 127.975, Sierra Zulu Lima, bye. Ja, Cairo Control war sehr weise, hat schon sehr frühzeitig eine neue Frequenz gegeben, falls wir Loss of Contact sind sozusagen für den griechischen Luftraum. Und tatsächlich kurz vor Tansa war Kairo nicht mehr eine Zwei-Wege-Kommunikation herzustellen. Ich habe mich da noch nett verabschiedet, habe jetzt Griechenland gerufen und wie wir gehört haben, war die Frequenz falsch. Jetzt gab es nochmal eine andere, aber wir sind im Kontakt und so geht's jetzt.
Hasina Radar, Calimera, Sierra Echo, Foxtrot, Zulu Lima Position, Tanza, Inbound, Sierra India Tango, Flight Level 120. Sierra Echo, Fox, Zulu Lima, hello, New Squawk 5535, under radar, 120, flight plan route. 5535, Flight Level 120, Flight Plan Route, Sierra Echo, Foxtrot, Zulu Lima. Es geht doch. Ja, insgesamt passierte recht wenig dann en route. Der Funk ist noch die größte Herausforderung und natürlich das permanente Tankumschalten, wo man sich ein bisschen drauf konzentrieren kann. Hin und wieder mal ausrechnen, ob die Treibstoffplanung mit der Windvorhersage und dem Timing noch irgendwie aufgeht. Ja, und ansonsten hat sich herausgestellt, dass Musik hören, SMS schreiben über das ADL oder die Pilot- und Flugzeug lesen sind so die besten Ablenkungen, um die Zeit sinnvoll zu nutzen. Ja, natürlich könnte man auch denken, dass Videogucken eine gute Idee wäre, aber das funktioniert leider überhaupt nicht. Aufgrund der vielen Funksprüche, der Busy-Frequenz ist ständig der Ton weg und das macht dann überhaupt keinen Spaß, dort zuzuhören. Wenn ich mir Kopfhörer unter das Headset stecke, um direkt zuzuhören, verpasse ich dann im Zweifel den Funkspruch für mich, weil ich den dann relativ schnell ausmachen muss. Das ist mir dann auch alles ein bisschen zu stressig, auch gar nicht die Aufgabe. Ja, weiterhin ist schön, wenn man unterwegs ordentlich Kaffee kochen kann. Die Lösung ist eigentlich eine Thermosflasche mit heißem Wasser und dazu fertigen Kaffee, Kaffeepulver, Zucker, Löffelchen und Becher. Und dann kann man sich von Zeit zu Zeit schon eine ganz nette koffeinhaltige Erfrischung zu Gemüte führen. Sierra Echo Foxtrot Zulu Lima, Kontakt Athena Radar 125 Decimal to Bye Bye, sir. 125 Decimal to Sierra Echo Foxtrot Zulu Lima, Bye Bye. Asina Radar, Calimera, Sierra Echo, Foxtrot, Zulu Lima, Flight Level 120 inbound, get no. Sierra Echo, Foxtrot, Zulu Lima, Calimera, Radar, contact squawk in 5535, follow flight plan route. 5535 on the flight plan, Flight Level 120, Sierra Echo, Foxtrot, Zulu Lima. Sierra Echo, Fox, Zulu Lima, Sin arrival, 132.975. 132.975, Sierra Echo, Foxtrot, Zulu Lima, bye. Asina Arrival, Calimera, Sierra Echo, Foxtrot, Zulu Lima, Flight Level 120, inbound Kilo, Echo Alpha, Request, Sierra Kilo Papa. Stand by, LNR 030, say again. Establish LNR 030 left. What's the clear for the approach? Sierra Echo, Foxtrot, Zulu Lima is calling. Yes, Flight Level 120, inbound Kilo, Echo Alpha, Request, Sierra Kilo Papa. Sierra Echo Fox Zulu Lima, γεια σας, flight level 120, proceed as cleared for the moment and stand by for your request. Ja, Standby heißt mit anderen Worten, vergiss es. Allerdings war das jetzt auch schon eine wetterbedingte Frage nach einer Abkürzung, weil genau hinter Athen über den Bergen hatten sich schon Taurigen Cumulus jetzt aufgebaut und der Weg übers Meer war frei und diese Request hätte mich einfach so 10, 15 Grad nach rechts gebracht und nicht direkt in die Taurigen Cumulus. Ich fliege da jetzt noch eine ganze Weile drauf zu, weil ich natürlich keine Freigabe kriege und muss dann ein Avoid-Heading mehr oder weniger einfach so zwischendurch setzen, weil die Frequenz 100% ausgelastet war, um irgendwas zu platzieren. Und dem Moment kriege ich dann auch meinen Direct, den ich dann aber nicht mehr fliegen kann, weil sich in der Zwischenzeit der Winkel so verschlechtert hat, dass ich tatsächlich erstmal den Heading fliegen muss, um mich da durchzubeißen. Sierra Zulu Lima, turn 10 to the right to avoid. Which station is turning to the right? Sierra Zulu Lima. Sierra Zulu Lima, which heading do you wish? 10 to the right is 340, Sierra Zulu Lima. Sierra Zulu Lima, roger, 10 to the right, approved for how many miles? 40 miles, Sierra Zulu Lima. 40 miles, confirm? Yes, confirm, Sierra Zulu Lima. Roger. Air transit.
Ja, die Frage, wie lange man den Avoid-Heading braucht, ist teilweise natürlich ein bisschen akademisch. Man kann ja nur so weit gucken, wie es gerade möglich ist. Man muss dann Vergleich herstellen von der Landposition der Wolken zu seiner Position und dann dahinter sozusagen noch blind schauen können, ob man da jetzt rumkommt oder nicht rumkommt. Das ist hier tatsächlich der spannendste Teil des Fluges. Wir werden uns gleich noch weiter mit dem Wetter auseinandersetzen müssen. Sierra Zulu Lima Request, Flight Level 140 due to weather. Lima Zulu, Sierra Zulu Lima, climb flight level 140. Climb flight level 140, Sierra Zulu Lima. Lotea 4255. Ja, alles jammern hilft nicht. Es hat nicht mehr gereicht mit dem Avoid Heading, sondern die Basis war genauso in Flugfläche 120, 122. Und um da oben nicht durch die Spitzen durchzuballern, ging es einfach oben rüber. Ich hatte mich schon auf mental jetzt mehrere Steigflüge, so Step Climbs, eingestellt, um da irgendwie drüber zu bleiben. Aber es hat sich Gott sei Dank da herausgestellt, dass es wirklich nur ein ganz schmales Wolkenband war, was höher ist als 120 und wir dann recht gut drüber gekommen sind. Sierra Echo Fox Zulu Lima, Contact 132375. 132375, Sierra Echo Fox Zulu Lima. Asina Radar, Calimera, Sierra Echo Fox Zulu Lima, Flight Level 140, avoiding heading 340. Sierra Echo Fox Zulu Lima, Yasu Radar, Contact Advising, Moon Clear of Weather. Call you. Sierra Echo Fox Zulu Lima is clear of weather. Roger, proceed to teaser. Das war natürlich jetzt ein wunderbarer Shortcut direkt auf die FIR-Grenze, auf den Exit Point, um dann möglichst effizient von dort den Approach nach Skopje fliegen zu können. Sierra Zulu Lima, any change for Sierra Kilo Juliet? Sierra Echo Fox Zulu Lima, you will be advised further also by a Saloniki approach. For the moment, it is here. Teaser. Sierra Zulu Lima. Sierra Echo Fox Zulu Lima, contact Saloniki 120.8. Bye bye. 120.8, Sierra Echo Fox Zulu Lima. Bye. Saloniki Radar, Calimera, Sierra Echo Fox Zulu Lima, flight level 140 inbound Fisor, Dizor. 1275, Victor is calling. Sierra Echo Foxtrot Zulu Lima, flight level 140 inbound Dizor. Station calling is the Saloniki Radar. Can you please tell me again your call sign? Sierra Echo Foxtrot Zulu Lima, Calimera. Sierra Echo Fox Zulu Lima, Calimera, go ahead. Sierra Echo Foxtrot Zulu Lima, flight level 140 inbound Dizor and when possible request Sierra Kilo Juliet. Proceed direct to Dizor initially, flight level 140, stand by for request. Proceed to Dizor, Sierra Echo Foxtrot Zulu Lima. Ja, das mit dem Standby hat ganz wunderbar geklappt. Wir fliegen immer noch auf Dizor zu, haben jetzt aber den Frequenzwechsel zu Scorpio Approach. Und wie wir leider hören und auch sehen, ist die zweite Kamera weg. Es ist nicht so, dass ich zwischendurch die Speicherkarte gewechselt habe und aufgepasst habe, dass der Akku noch funktioniert und alles gut aufgeladen ist. Sie hat einfach beschlossen, weiter aufzunehmen oder ich habe mich in der Bedienung falsch angestellt. Es ist einfach richtig toll. Wir erreichen jetzt unseren Top of Descent fast. Nein, noch nicht ganz. Wir sind jetzt bei 500 Fuß, 700 ist geplant. Und wir werden gleich nach dem Wechsel zu Scorpio eine Sinkfreigabe bekommen. Die Sinkfreigabe ist richtig toll gewählt, das werden wir zusammen sehen. Ja, wir bekommen dann relativ schnell unaufgefordert eine Sinkfreigabe zu 1000 Feet. Gut, denkt man sich, geht es halt ein bisschen eher los und wir können halt ein ganzes Sinkprofil mit 500 Fuß fliegen. Wir haben auch netterweise so zwischen 12.000 und 10.000 Fuß eine ordentliche Kommunibewölkung stehen. Das wird sich aber später gleich herausstellen, dass wir unter 11.000 Fuß nicht mehr sinken dürfen und dann eine ganze Weile durch diese tolle Cumuli-Bewölkung ballern dürfen. Vielen Dank. Ja, damit man bei dem Anflug auch mal ein bisschen was von draußen sieht, habe ich die Kamera netterweise nach vorne gedreht. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen das Gerümpel rausnehmen können aus dem Sichtfeld, aber gut, alles Schöne ist nie zusammen. Wir hätten dann rechts unten natürlich immer noch unsere
normale G600-Kamera gehabt, wo wir die ganzen Daten ablesen können. Aber wir sind jetzt Solid IMC, wir haben Regen gehabt, wir hatten ordentlich Turbulenzen und wir werden gleich rauskommen aus dieser gröbsten Sache. Und tatsächlich dürfen wir dann noch weiter sinken, um uns Stück für Stück auf das ILS für Scorpio zu begeben. Das ist natürlich gerade ja, nicht angenehm, aber warum man eine so frühe Sinkfreigabe jemandem erteilt, der die noch gar nicht wollte, um ihn dann in dieser Höhe zu lassen, who knows, war nicht sehr schön. Ja, landschaftlich kann das Ganze schon als recht hübsch betrachtet werden. Das macht schon Spaß, da lang zu fliegen. Und hier sieht man auch die Nachteile eines IFA-Fluges. Man ist doch an die eine oder andere Sache gekettet. Ich hätte jetzt mit Sicherheit ein Visual Descent requesten können, weil ich VMC war teilweise, um dort runterzukommen. Aber auch das hätte, ja, keine Ahnung gehabt, wie tief ich jetzt hätte runter müssen, um über die Cloud Base zu kommen. Ob ich dann nicht irgendwo im Berge hätte rumfliegen müssen, das ist da doch ganz schön hügelig an der Sache. Ob die mit dem Verfahren klargekommen wären, wenn ich jetzt Visual unterwegs gewesen wäre. Das waren alles zu viele Komponenten, sodass ich hier mich einfach entschieden habe, durch die Suppe durchzugehen. Es war ja absolut in Ordnung. Man hat mal ein bisschen Sand abgewaschen bei der Operation. Aber es ist auch nichts, wo man jetzt sagt, ja, da möchte ich gerne stundenlang drin rumfliegen. So toll ist es dann doch nicht. Klar sind die ein oder anderen ja, Lichtspiele oder Wolkenkombinationen, die man dann so sieht und trifft, wirklich schön mit anzusehen. Aber andererseits weiß man natürlich auch immer nicht, wie lange hänge ich jetzt hier drin. Wie wird das jetzt gleich weitergehen? Das ist schon ein bisschen anstrengend. Ja, so ein Anflug dauert dann doch immer noch länger, als man erwartet. Man will irgendwie runter, runter, runter fertig werden. Und dann zieht sich das Flugminute um Flugminute. Wir kommen jetzt hier wunderschön auf den Localizer rein. Das läuft ganz flüssig. Von der Planung her sieht es jetzt mittlerweile noch schlechter aus. Die Landezeit wird sein 12.49 Uhr. Geplante Zeit zur Landung war 12 Uhr. Das läuft also nochmal trotz Shortcuts und der Gegenwind-Ausweichtaktik ins Minus. Wir sind nochmal 10 Minuten dazugekommen. Das wird also jetzt sehr viel davon abhängen, wie zügig der Turnaround funktioniert und wie gut es dann weitergeht. Ja, Wetter sieht hier wirklich schön aus. Landschaftlich ist es tatsächlich auch hochinteressant. Ich will es jetzt nicht als super anspruchsvoll bezeichnen, aber es sind doch einige Berge in die eine oder andere Richtung hier drumherum. Das ist schon ja, ganz ordentlich. Ja, wichtig hier nochmal, dass man definitiv nur tanken kann, wenn man Bargeld mit hat. Entweder Euro oder Dollar. Das sollte man sicherstellen. Ansonsten Landegebühren, überschaubarer Betrag. Handling hat das immer alles wunderbar vorbereitet. Mit den 100 Requests ist das alles innerhalb von kurzer Zeit möglich. Nur der Sprit läuft halt nur so schnell, wie er läuft. Und am Ende muss ja immer noch lang und breit die Rechnung geschrieben werden. Damit wir auch am Ende nicht den Weg verpassen, wird uns ein Follow Me zur Tankstelle führen. Die ist auch kaum zu übersehen und überhaupt nicht richtig eingezeichnet. Haha. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, die eine oder andere Sache war ganz interessant. Ich freue mich natürlich über Kommentare, Likes und natürlich Follower. Ich hoffe, wir sehen uns und hören uns bald wieder beim nächsten Flug und wir werden sehen, wie die ganze Reise ausgeht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao, ciao.